Du Wichser, Alter, was machst du, Mordor, ja? Er lebt das noch auf, er fickt mich, Bruder, ey, yo. Schocker des Lebens, Mordor, Alter. Was geht ab, Leute? Champions League, Block Nummer 2. Wir sind gerade auf dem Weg nach Paris, wir haben noch 500 oder so vor uns. 500 Kilometer, also geht noch ein Stück. Ich bin hier mit Richie. Was geht? Stell dich mal vor, Bruder. Albo ist hier. Albo ist im Start. Und mit Riz, mein Bruder. Was geht bei dir? Schwitzt du, Bruder? Nein, Bruder, alles okay. Alles Klima gut. Rettet, Loh. Klima rettet, Bruder. Farid, danke für dein Auto. Ja, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Was läuft, Leute? Wir fahren jetzt nach Paris. Kaum geschlafen. Aber so ist das Leben halt. Der Bruder bringt bald ein Album raus. Dafür müssen wir uns alle irgendwie beschäftigen. Das muss jeder Opfer bringen, mäßig, ja? Ja. Der Achi schläft. Der Achi fühlt den Scheiß. Auf jeden Fall, ja. Bruder, sag mal, was denken die Leute, wenn Rapper gesigned werden, oder wie das läuft? Bruder, die denken alle, die werden Millionäre, aber die wissen gar nicht, dass sie eigentlich Minus gehen. Wichser, Alter, warum bist du nicht? Ich schwöre, ich habe jetzt erst angefangen aufzunehmen. Boah, Bruder, die Toiletten sind katastrophal, ich schwör's dir. Da musst du mit Gasmasken rein. Also wenn man hier die Hände wäscht, ist man auf jeden Fall dreckiger als vorher. Also, der Kanacken kein Gel haben. Immer mit Wasser, Bruder. Oder schau festlich auf den Vater. Opa. Wie geleckt, Motto. So, wir haben einen kurzen Stopp gemacht hier. Ja, musste sein. Musste sein, Bruder. Die Blase hat gedröhnt, Alter. Die Blase hat gedröhnt. Jungs, Endspurt. Endspurt, Alter. Jetzt letzte Mal. Wie gesagt, die Rapper verkaufen heutzutage dreistellig. Die anderen denken draußen, die werden Millionäre. Die machen Fotos mit denen, oder? Walla, direkt draußen, machen wir ein Selfie. Aber Bruder, 10er auf Tasche, so. Der Gegenüberliegende, weißt du? Deshalb lohnt sich nicht immer Rap. Ja. Walla. Was geht bei dir ab, Bruder? Auf Festivals. Was hast du da zu trinken? Schokomel. Für alle Haze-Raucher, ihr wisst Bescheid. Und du, Bruder, du bist auf ganz normale Kopf, ne? Auf jeden Fall, Paris, wir kommen mäßig. Ich sehe schon das Licht am Ende des Tunnels. Wir sind fast da. Wir sind schon in Paris, oder? Okay. Wir sind endlich in Paris, wir haben 3:30. Wann sind wir losgefahren? 10 Uhr? 10 Uhr, 10.30 Uhr, irgendwie so. Das ist auf jeden Fall ein harter Weg, den wir uns für euch gemacht haben. Damit ihr wisst, ist auf jeden Fall eine harte Welle. Aber jetzt gleich geht's richtig los. Und wir zeigen euch ein bisschen, was in Paris abgeht. Was geht ab, Leute? Hella Mann, ihr wisst Bescheid. Wir sind jetzt in Paris angekommen, wir sind direkt in den PSG-Store. Wir holen uns einen Baba-Anzug oder ein Trikot oder so. Damit wir später die nächste Champions League-Folge abdrücken. Kommt mit. Kleiner Tipp an euch alle, immer die Hose eine Größe größer nehmen als das Oberteil. So sieht es aus wie der da. Im besten Fall habt ihr noch die gewartet. Das ist das L, ne? Aber wer hat die gefickt, dass die Hose 100 Euro kostet? Hat mir mal da reingestrickst. Die Paris-Hose. Bin ich aber nicht, ich mach's nur für euch, ist bestimmt. Vorschuss ist gekommen, man kann sich das erlauben. Früher ein Trikot, jetzt bedingt der Laden. Schöne Grüße an Paris. Leute, ich hab vergessen, meinen Bruder noch was zu holen. Sind wir nochmal reingegangen. Auf jeden Fall, ich hab Neymar fast selber gekauft mit dem Scheiß. Ich hab 5 Scheine da gelassen, Digga. Ich bin nicht mal Paris hier. Was ist das schon? Die Kippen kommen von selbst, Digga. Das Leben hat sich verändert bei Hella, Mann. So, meine Freunde. Ich sehe aus, als wäre ich ein Pariser. Ihr wisst Bescheid, nur für euch. Champions League. Es geht gleich wieder los. Wir gehen jetzt erstmal was essen, ihr könnt mitkommen. Ihr wisst Bescheid. Jetzt sind wir da, Haupt. Jetzt machen wir erstmal ein Selfie. Was ist das da?
posten wir, dass wir, wen suchen wir, Neymar? Wir suchen Neymar und Mbappé. Und Mbappé nach Dortmund? 15. Ist richtig? No, bro, I don't want this. Ich hab ihn abgezogen. Dankeschön, dankeschön. Dankeschön, mein Freund. Okay, komm, Ruth, reich. Das schenke ich mir. Okay, die Eiffeltürme haben wir auch gekauft, an Familie wurde gedacht. Thank you. Jetzt geht's weiter. Thank you, have a nice day. Geht dein Zug noch? Ach, Bruder, wenn du denkst, wenn du wirklich bei Wenger arbeitest, ne, dann weißt du auch, was das ist. Das da. Wenn du bei Wenger arbeitest. Was ist das? Sag du es. Mock seine Unterkunft hier in Paris? Die Pfandflaschen von Mock. Ist echt was. Der hat sogar WLAN. WLAN, Mock hat nicht mal WLAN zu Hause, Digga. Der Typ hat WLAN, Bruder. Ja, Jungs, was soll ich machen? Da steht in meinem Vertrag. Gegen Mock schießen. Kennt ihr das? Can you drive us somewhere where we can eat something? Yes. Yeah? So, Leute, die Preise hier sind dreist, aber ich habe, wie gesagt, heute erfahren, Produktionskosten werden übernommen von Halal Money. Dann ist das natürlich was ganz anderes. Die Jungs haben natürlich alle das Teuerste bestellt. Wieso machst du so? Du weißt, dass ich das am Ende zurückzahlen muss. Oder ich gucke mir gerade hier sowas an, ne? Nee, jetzt lenk mal kurz nicht ab. Warum, was meinst du? Warum hast du jetzt so eine teure Pizza? Bruder, was soll ich machen? Hier gab es nichts Günstigeres. Margarita ist 15 Euro, Bruder. Hast du vorher schon mehr gebucht, das Ding, ne? Halal Money, die Hupe geht nicht. Beschwerden werden eingereicht. Paris ist die Nischuba-Stadion. Das größte Hartz-IV-Stadion. Keiner kann mit Dortmund seinem Stadion mithalten, sei mal ehrlich. Kollege ist vor Affen eingepennt. Der Kollege schiebt keinen Affen mehr, weil er schläft. Bruder, was findest du das beste Stadion? Bruder, nicht der Prinzenpark hier. Prinzenpark, heißt das? Ja. Das ist auf keinen Fall. Sieht aus wie Vogel. Du warst doch schon in vielen Stadien. Du weißt doch schon genau, was das kostet, was das kostet, die Stadionparks. Eintracht Frankfurt. Ehrlich jetzt? Bruder, mach mal nicht diese Fanpolitik. Sag mal ehrlich jetzt. Der Dortmund ist schon stark, muss man sagen. Real ist, glaube ich, auch krass. Nicht? Real ist auch gut. Real ist auch gut, aber Dortmund ist schon stark auf jeden Fall. Die Südtribüne ist heftig. Und von außen und so, meine ich auch. Ne? Von außen? Ich habe jetzt Barcelona letztes Mal gesehen. Jetzt das hier. Okay, Bayern hat auch ein gutes Stadion. Von außen sieht Bayern gut aus. Ja. Komplett beleuchtet, LED und so. Dortmund ist aber irgendwie das krass. Was hat denn? Wo drehen wir denn hier? Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt in die Straße Rue Claude Faber. Jetzt fangen wir an zu drehen. Champions League. Ich rap explosiv, als wären meine Texte TNT. HME, wir sind im deutschen Rap der PSG. Meine Gegend voller Junkies, aber wegen Halal Money geh ich jetzt von 0 auf 100, so wie Edinson Cavani. Rapper fahren extra nach Istanbul und holen sich einen Paris-Anzug. Tanzen dann in Videos, als wär das ein stabiler Move. In Bayern seid ihr wieder Gangster und Rap-Punchline-Songs. Kevin Trapp ist der Beweis, dass Trap nämlich aus Frankreich kommt. Farid sagte, du bist Musiker, mach was. Ich leb in Babylon und bin da förmlich Luzifers Nachbar. Mein Wechsel nach Paris war für die Groupies unfassbar, obwohl ich Schule verkackt hab, chill ich mit Julian Draxler. Ich häng mit Di Maria, Dani Alves, Neymar und Motta. Ich bin Mörder und mach jeden meiner Hater zu Opfern. Meine Fans wissen ganz genau, ich mach es für sie. Und eure Reime kommen billig, so wie Matuidi. Ich mach das, worauf ich Lust habe. PSG heißt für mich BMW und nicht mehr Busfahren. Ich bin der Joker in der Schlussphase. Vergleich mein Marktwert mal nicht mit deiner Clubgage. Ich kam aus der untersten Schublade. Guck, wie ich jetzt mit meinen Jungs durch die Hood fahre. Ich kam aus der untersten Schublade. Guck, wie ich jetzt mit meinen Jungs durch die Hood fahre.